Ist dir die letzte Zeit übel gewesen? Hattest du ein Druckgefühl im Bauch, Bauchschmerzen oder Sodbrennen? Dann könnte dahinter unter Umständen ein Magengeschwür stecken. Wie Magengeschwüre entstehen und was man dagegen tun kann, das möchte ich heute in diesem Video erklären. Unser Magen ist von innen von der sogenannten Magenschleimhaut ausgekleidet. Die Magenschleimhaut hat zwei wichtige Funktionen. Einerseits produziert sie Magensäure. Wie ihr sicherlich wisst, brauchen wir Magensäure zur Nahrungsverdauung und zur Abwehr von Keimen, die wir über die Nahrung aufnehmen. Andererseits schützt uns auch die Magenschleimhaut vor ätzender Magensäure. Sie bildet zum Schutz eine Schleimschicht auf der Mageninnenseite. Die Schleimschicht enthält Bicarbonat. Das ist ein Stoff, der die Säure abpuffert und die Wirkung der Säure abschwächt. Wenn die Magenschleimhaut uns jetzt aber nicht mehr ausreichend vor Keimen oder vor Magensäure schützt, kann es zu Verletzung und Entzündung der Innenwand des Magens kommen und es kann sich eine Wunde in der Magenwand entwickeln. Wenn diese Wunde einen Durchmesser von 5 mm oder mehr hat, dann spricht man von einem Geschwür. Das kann nicht nur in unserem Magen passieren, sondern auch im Zwölffingerdarm. Der Zwölffingerdarm ist quasi das Bindeglied, das den Magen mit dem Darm verbindet und ebenfalls von einer Schleimhaut geschützt wird. Meistens sind Helicobacter-Keime für Geschwüre verantwortlich. Die Keime können sich in unserer Magenschleimhaut ausbreiten und das kann dann zu einer Entzündung führen. Man spricht bei einer Magenschleimhautentzündung auch von einer Gastritis. Die Entzündung schädigt die Schleimhaut und führt dazu, dass mehr Magensäure als sonst produziert wird. Dadurch verliert die Schleimhaut ihre Schutzfunktion und ein Geschwür kann entstehen. Eine andere, häufige Ursache von Magengeschwüren sind entzündungshemmende Schmerzmittel. Dazu gehören zum Beispiel Ibuprofen, Diclofenac und viele weitere Schmerzmittel. Durch diese Medikamente werden leider nicht nur Schmerzen gelindert, sondern auch die Bildung des Gewebshormons Prostaglandin gehemmt. Wir brauchen das Hormon, damit unsere Magenschleimhaut den Magenschleim bilden kann, der unseren Magen schützt. Manche Geschwüre heilen ohne Behandlung in 2 bis 3 Monaten von selbst ab. Oft kommen Geschwüre aber wieder und müssen behandelt werden. Wenn Schmerzmittel die Geschwüre ausgelöst haben, macht es oft Sinn, die Medikamente für eine Zeit abzusetzen. Grundsätzlich sollte man Schmerzmittel nicht länger und nicht in höheren Dosen als notwendig einnehmen. Sind Helicobacter-Bakterien der Auslöser, dann wird eine Kombination aus Antibiotika und Protonpumpenhemmer verschrieben. Protonpumpenhemmer werden auch Säurehemmer genannt. Die hemmen die Produktion von Magensäure. Da wir bei einer Entzündung durch Helicobacter-Keime zu viel Magensäure produzieren, ist es wichtig, die Säureproduktion wieder zu regulieren. Solltet ihr also öfter unter Übelkeit, Bauchschmerzen oder Sodbrennen leiden, lasst euch vom Arzt checken. Der kann durch eine genaue Befragung und Untersuchung abklären, ob die Beschwerden möglicherweise von einem Magengeschwür kommen oder eher eine andere Ursache wahrscheinlich ist. Wenn ihr Fragen zu dem Thema habt, schreibt gerne in die Kommentare. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.